Habe jetzt 4 Monate gespart? Ja, du kriegst das auf jeden Fall, Mr. Richard. Ich würde auch gerne meine 40 loswerden. Schaffen wir, Leute, ja, schaffen wir. Das Deck meines Großvaters hat keine jämmerliche Karten, Kaiba. Du bist ein drittklassiger Duellant mit einem viertklassigen Deck, Yugi. Wie willst du mich ohne deine Exodia schlagen? Glurak! Aber ich meine, der Anime, der macht es schon ziemlich gut. Mit dem Anime werden nämlich, wird eigentlich das TCG richtig gut promoted, muss ich gestehen. Nicht anheben, ich krieg die Punkte eh die wieder zusammen. Not like this. Und hey, Deathplay, was geht ab? Ein drittklassiger Klarinettenspieler. Drittklassig! Das Sneebel? Alter, hier gibt's wilde Sneebel. Aber ich habe meinen Shiny Sneebel schon. Also, Sneebel, get the hell out of here! Chronopix! Ich geb's noch, Minion! Dankeschön, Mr. Chronopix, für 3 ganze Jahre, die du jetzt auch schon bei uns am Start bist. Chronopix, vielen, 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 vielen lieben Dank. Und willkommen zurück, mein Freund, ja? 36 Monate. 3 Jahre. Ich will es nur nochmal anmerken. Das ist eine insane lange Zeit. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Es ist ungewohnt, nicht Regi weh zu sehen. Ja, Relaxo wird am Samstagabend wahrscheinlich wieder am Start sein. Sammy hat nächste Woche anscheinend frei, das war eigentlich die Woche, in der wir ja nach Berlin wollten. Da sollte am nächsten Wochenende, also nicht das Wochenende, was jetzt kommt, sondern das Wochenende darauf, sollte ja ursprünglich die EU Intercon stattfinden, die jetzt aber natürlich leider nicht stattfindet, was sehr, sehr schade ist. Aber ja, sie hat frei, was ganz cool ist. Das heißt, wir können wieder zusammen wahrscheinlich eine Menge Shiny hunten. Wir können in Animal Crossing richtig schön rumtrollen, Sammy und ich. Das wird richtig witzig. Also ab Samstag, ja, freut euch drauf. Da wird es vielleicht wieder Animal Crossing im Stream geben. Ich stelle mir das Arschgesicht! Shiny Arschgesicht, meine Freunde! It happened! Woo! Alter! Schneller als gedacht, in Rekordzeit. Wie lange ist der Stream jetzt gerade live? I don't know, 25 Minuten? 10 Minuten minus, ne, für das Anfangsvideo. Und jetzt auf einmal, nach 15 Minuten im Stream, bei 606 Encountern, ein shiny Arschgesicht, ja? It was this moment where I knew, es fehlen nicht mehr viele Shinies. Alter! Feels good, man. Ich hätte gestern einfach weitermachen sollen, ja? Wenn ich gestern weitergemacht hätte, hätten wir unser Shiny schon bekommen. So, bekommen wir es aber halt heute. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Das heißt, wir haben unseren Sold für heute schon erfüllt. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir ja nochmal ein zweites. Ich hoffe es nicht. Aber hey, Shiny, Shiny. Fehlt nicht mehr viel, Leute. 3 Shinies to go plus 2 Fossile und wir haben sie alle aus der Galar-Region. Ja? Alle Gen 8 Shinies. Was kommt denn als nächstes? Werden wir gleich entscheiden, beziehungsweise ihr werdet entscheiden, was als nächstes kommt. Aber ihr habt die Wahl zwischen 3 Pokémon, okay? Ah, nice. Hauptsache, du fängst nicht mehr mit VGC an. Alter, heute wird VGC gespielt. Keine Sorge, Metal. Rank 1 und dann kannst du Animes schauen. Alter, shiny Arschgesicht. Wir gucken es uns sofort an. Kleinen Moment, lass mich eben die Resteier ausbrüten. Aus diesem Batch. Alter, richtig gut. Warum hast du gestern, wenn du gestern weitergemacht hättest, wäre das jetzt nicht passiert. Stimmt, denn da hätte ich es nicht am Anfang bekommen, sondern gestern Abend. Aber hey, passiert. Guten Morgen, rate mal, wer jetzt Final Fantasy weiterspielen will. Kleiner Tipp, es ist nicht Kim Lee. Alter, Laced. Dreimal darfst du raten, wer heute ein Shiny bekommen hat. Und zwar ein Shiny Britz Eagle. Und es sieht tatsächlich fast genauso aus wie das normale. Der einzige und. Wait, es ist ein bisschen dunkler. Es ist ein bisschen dunkler vom Körper her, oder irre ich mich? Ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen dunkler, oder? Ich glaube, der Körper ist ein bisschen dunkler. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Der Körper ist schwarz anstelle von blau. Ist das blau für dich? Aber ja, also es sieht ein bisschen anders aus und natürlich dieser Arsch da vorne, der ist orange und nicht gelb. So, jetzt kommt die Frage aller Fragen, Leute. Hidden Ability, yay or nay? Okay, wir fangen wie immer von hinten an. Elektroerzeuger, Elektroerzeuger,
Elektroerzeuger. Ich ahne Böses. Elektroerzeuger. Elektroerzeuger. Alright, wir haben einen kompletten Badge mit der Hidden Ability bekommen. Und Britz Igel ist ebenfalls wieder am Start. Yo. Das ist nice. Ich meine, das Ding ist eh schlecht, weil es von Tapu Koko outclassed wird. Aber lieber haben statt nicht haben. Wie sieht es aus mit den IVs? Yo, Initiative ist auf 0. Perfekt. Und wir brauchen noch einen Kronkorken drauf für die Spezialverteidigung. Feels good, man. Scheine Britz Igel, meine Damen und Herren. Habt ihr einen Namen dafür? Wie nennen wir den Boy? Wie nennen wir den Boy? Wie nennen wir den Boy? Haben wir hier irgendwelche Namensvorschläge? Ich wollte schon sagen, don't be shiny, alright? Da hätte ich mich nicht mal geärgert. Nee, das wäre eigentlich ganz geil gewesen. Shiny Arschgesicht. Ich glaube, das ist nicht erlaubt. Genauso wie Ass. Also ich glaube, solche Sachen sollten wir uns aufheben. Das wäre nämlich nicht erlaubt. Soweit ich weiß. Implantata? Excuse me? Leute, ihr habt kreative Namen. Muss ich einfach an der Stelle mal so erwähnen, ja? Hamon Overdrive. Alter, Hamon. Ja, wobei Hamon ist jetzt nicht so geil. Stell ich mir ein bisschen epischer vor. Ein Pokémon namens Hamon. Und Barakla! Bang, bang, bang. Vielen, vielen Dank für 5 Monate. Willkommen zurück. Hallo. GZ fürs shiny Arschgesicht. Danke dir, Mann. Köftespieß ist gut. Köftespieß ist richtig gut. Saftiger Köftespieß. Nein, nein, nein. Kein Köftespieß, Leute. Und auch keine unendliche Eiernquelle. Hackigel. Orangenhaut. Backenfresse. Backenfresse. Monke S. Pock-Gesicht. Po-Gesicht. Ach so, ich dachte, das ist Pock-Gesicht. Ich bin schon so Twitch-geschädigt. Ich lese einfach Pock-Gesicht. Hey, True Seiko. Alter, Mad Eagle. Das ist richtig Dance-Game. So Dance-Game, dass wir den nehmen. Und Erk! Dankeschön, dass du True Seiko einen Sub gegiftet hast, ja. Vielen, vielen lieben Dank für den Support. Und Truseco, viel Spaß mit den Emotes. Anyways, Leute, Mad Eagle ist am Start. Richtig disgusting, der Name. Aber hey, das Shiny ist da. Fehlen nur noch 3 weitere Shinies, wenn ihr dabei sein wollt, wenn wir das diese Aufgabe hinter uns bringen. Link in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Winky Face.